Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Frankfurter Börsenparkett zum Update Wirtschaft, wo es heute um ein Milliardengeschäft geht. Um die Formel 1. Am Wochenende ist die neue Saison gestartet. Darüber wollen wir uns später unterhalten. Ich spreche mit einem Experten, der vor Ort war. Wir wollen aber erstmal zur deutschen Wirtschaft schauen. In den vergangenen Monaten gab es da immer wieder einen regelrechten Abgesang auf sie. Sei zu exportabhängig, unflexibel, nicht wettbewerbsfähig. Das Fazit war, das Geschäftsmodell sei in Gefahr oder sogar noch schlimmer, das Geschäftsmodell sei am Ende. Jetzt ist ja Bilanzsaison. Wir können durch die Bilanzen da aber einen völlig anderen Eindruck gewinnen. Da stimmen einfach bei vielen Unternehmen die Gewinne. Nicolas Lieven aus unserer Wirtschaftsredaktion hat die Lage genauer analysiert, sich auf diesen Widerspruch konzentriert. Hallo nach Hamburg. Hallo Nicolas. Hallo. Hallo. Ja, wie ist es denn nun wirklich um die deutsche Wirtschaft bestellt? Ja, sind wir ehrlich, ganz viel Negatives ist ausgeblieben. Anders kann man es gar nicht sagen. Gasmangellage war ein großes Thema im Herbst. Haben wir nicht. Tiefe Rezession auch nicht da. Und was die hohen Energiepreise angeht, muss man sagen, die kommen ja nach und nach auch ein Stück weit zurück. Also Strom, Gas, beim Tanken merken wir es auch. Das ist natürlich jetzt die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es natürlich die deutsche Wirtschaft so nicht gibt. Wir haben Unternehmen, wir haben Branchen, die Kriegs- und Krisengewinner waren und das auch noch immer sind. Und wir haben natürlich auch Unternehmen und Branchen, die auch im Augenblick mächtig unter Druck stehen. Ja, um es mal konkret zu machen, was unterscheidet denn derzeit die Gewinner von denjenigen, bei denen es schlechter läuft? Naja, wir haben natürlich erstens die, bei denen es auf der Hand liegt, also die Versorger, Mineralölkonzerne, Nahrungsmittelproduzenten, die haben auch höhere Preise durchsetzen können in den vergangenen Wochen und Monaten natürlich auch. Und wir haben die großen Konzerne auch, DAX, Sie haben es gerade eben angesprochen, Sie sind an der Börse, 30% plus in den vergangenen 5 Monaten spricht eigentlich für sich. Und da sehen wir eben auch, dass viele höhere Preise durchsetzen konnten, aber dass viele natürlich auch global aufgestellt sind und unter anderem profitieren von den niedrigeren Energiekosten, unter anderem in den USA. Und jetzt da ihr Engagement ja zum Teil auch noch deutlich weiter ausbauen wollen in Zukunft. Und man muss natürlich dazu sagen, wenn wir uns die Exportzahlen anschauen, da haben auch sehr viele einen mächtigen Einbruch erwartet schon im vergangenen Jahr. Und der ist ja so nicht gekommen. Auch in diesem Jahr ziehen die Exportwerte wieder an, weil eben die Exporte ja dann doch anziehen Richtung USA, Großbritannien, EU, aber natürlich fast China auch nach und nach wieder Fuß. Und trotzdem haben wir auch immer wieder Meldungen, die sich in letzter Zeit auch häufen, von massiven Stellenstreichungen. Wie passt denn das dann zusammen? Nee, so richtig aufheben machen ja diese Stellenstreichungen, die wir in den USA sehen, bei den Großkonzernen, bei Meta, bei Amazon zum Beispiel. Da hat es ein bisschen was auch mit dem Kündigungsschutz natürlich zu tun und auch mit dem Aufbau während der Wachstumsphase. Aber Sie haben natürlich recht, auch in Deutschland sehen wir das. BASF in der vergangenen Woche ungefähr 2.500 Stellen, die da gestrichen werden sollen. Wir kennen das von vielen Krisen, dass dann einfach von links nach rechts alles mal rumgedreht wird und dann wird einfach gespart. Aber klar, es gibt natürlich hier auch Branchen und es gibt auch Unternehmen, die wirklich leiden. Die sind einfach standortgebunden sehr häufig, machen ihre Geschäfte hier, leiden unter der hohen Inflation, unter gestiegenen Mieten, unter Fachkräftemangel natürlich. Und wir haben ja gerade gestern neue Zahlen bekommen vom IFO-Institut zum Thema Kurzarbeit. Und da konnten wir eben auch sehen, dass die Zahl der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter doch deutlich gestiegen ist, auch wieder im Februar. Und zwar über alle Branchen hinweg bis hin zur Automobilbranche. Was ja verwundert, gerade bei der Autobranche, die ja dann fast zeitgleich Milliardengewinne präsentiert hat. Sie haben vollkommen recht. Die Autobranche ist natürlich, das sind nicht nur die Autohersteller, es sind natürlich auch die Zulieferer, das muss man immer dazu sagen. Da kam zuerst Corona, jetzt kamen die höheren Preise, dann kamen Lieferengpässe und die müssen sich ja jetzt auch umstellen auf das Thema E-Mobilität. Selbst Schaeffler, ganz großer der Branche, baut ja ungefähr 1700 Stellen ab. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, die Autohersteller sind es auch. Mercedes haben wir ja gerade gehört, 15 Milliarden Gewinn im vergangenen Jahr. Und trotzdem wird Kurzarbeit beantragt. Und das ist dieselbe Argumentation, die wir auch während der Corona-Zeit gehört haben. Wir zahlen ein, also haben wir auch ein Recht dazu. Dann werfen wir noch mal einen Blick in die Glaskugel. Kommt dann jetzt der große Bumerang oder geht es langsam mal stetig bergauf?
Also wenn Sie sich mit Ökonomen unterhalten, dann sagen die, das Schlimmste scheint vorbei zu sein. Das kann schon noch mal kleinere Rückschläge kommen. Aber insgesamt ist man doch relativ optimistisch gestimmt, weil die Inflation ja auch zurückkommt. Das heißt, die Lieferketten ruckeln sich langsam hin. China ist auch ein Thema, dass China wieder nach und nach Fuß fasst. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Inflation doch recht hartnäckig ist. Und die Zentralbanken, die Notenbanken werden die Zinsen sicherlich auch noch mal anheben. Und es gibt eben sehr viel Unbekannte auch noch. Wir wissen nicht, wie sich die Lage zwischen USA und China weiterentwickelt. Wir hoffen natürlich, dass sich die Lage zwischen China und Taiwan, dass das nicht eskaliert, auch beim Ukraine-Krieg nicht. Aber insgesamt, Strich drunter, ist man in der Wirtschaft doch relativ positiv optimistisch gestimmt. Relativ positiv. Ja. Danke, Nicolas Lieben von NDR Info. An der Börse läuft es momentan auch relativ gut, auch wenn man sich da eben verwundert die Augen reiben kann. Der DAX hat ja sogar ein neues Jahreshoch erklommen. Gestern erst wieder bei 15.678 Punkten ist da die neue Bestleistung heute zum Start. Nahezu ja, unverändert zum gestrigen Stand, leicht unter dem Jahreshoch. Wir blicken noch mal auf die US-Märkte. Gestern auch da war auf der Stelle treten angesagt. Zwischen minus 0,1 und plus 0,1% bei allen drei Leitindizes. In Asien war da heute etwas mehr los. Der Nikkei auf einem 3-Monats-Hoch. In China die Leitindizes aber dann deutlicher im Minus. Wahrscheinlich wegen schwacher Wirtschaftsdaten. Die Exporte sind da um 7% zurückgegangen. Also es ist eine gewisse Zurückhaltung zu spüren, auch weil heute Abend ein wichtiges Ereignis ansteht. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, steht vor dem Bankenausschuss des US-Senats Rede und Antwort. Das macht er alle halbe Jahre und an den Finanzmärkten weltweit wird diese Anhörung dann immer mit Spannung verfolgt, weil man da ablesen kann oder zumindest hofft es ablesen zu können, wie es mit den Zinsen dort weitergeht. In den USA schätzt man, dass wir da den Zinsgipfel erreicht haben nahezu. In Europa sind wir da noch nicht so weit und diese Zinsfrage beschäftigt also die Aktienmärkte. Wir wollen nochmal genauer schauen, wohin geht denn die Reise an den Aktienmärkten? Und diese Frage soll uns heute ein Charttechniker, ein technischer Analyst beantworten. Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Seidel, danke für die Einladung. Ja, was sagt denn der Charttechniker? Wohin geht da die Reise beim DAX? Wenn wir das immer wüssten, dann wären wir Charttechniker unendlich reich, aber wir können Tendenzen ausloten. Und wir sehen es im DAX im Moment, Sie haben es angesprochen, die Gemengelage ist sehr, sehr schwierig. Und das spiegelt uns auch im Moment das Chartbild des DAX. Der DAX hat es versucht, die 15.700 gestern zu nehmen. Er hat es nicht versucht und jetzt ist er in den ersten Handelsminuten auch schon im Minus. Man sieht also, die Unsicherheit ist da. Die große Angst, zu schnell in den Markt zu gehen, ist da, obwohl viel Liquidität im Markt ist. Aber die Charts sagen im Moment so in eine gewisse Weise bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt schauen wir erstmal, und Sie haben es angesprochen, was heute bei Jerome Powell bei der Sitzung vor dem Kongress und vom Senat rauskommt. Kommen wir gleich noch zu. Wenn wir noch mal auf die Charttechnik schauen, erklären Sie doch mal jemandem, der gar nicht versteht, was Sie da machen. Was kann man denn aus so einem Chart ablesen? Ja, es ist eigentlich ganz einfach, aber da liegt dann auch die Schwierigkeit, dem Chart zu vertrauen. Der Chart sagt uns immer, er gibt ein gewisses Bild, er zeigt uns Höhen, er zeigt uns Tiefen aus der Vergangenheit, er zeigt uns Muster. Und diese Muster haben alle eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit. Das heißt, so wie jetzt beim DAX, wir testen eine gewisse Marke wie die 15.700, dann gibt es markttechnische Indikatoren, die uns... Wie entstehen diese Muster? Bitte? Wie entstehen solche Muster? Diese Muster entstehen ganz einfach, indem man Widerstände und Unterstützungen miteinander verbindet, dann bekommt man Kanäle. Man spricht ja oft an der Börse von Aufwärtstrend, von Abwärtstrend und dann kann man sich orientieren am Markt. Man hat nie die letzte Konsequenz, dass es wirklich in die eine oder andere Richtung durchgeht, aber man hat einen gewissen Kanal. Man hat ein Bild vom Markt und kann sagen, so wie im DAX im Moment, wir befinden uns im Aufwärtstrend, das ist ganz klar. Und wenn die Märkte wieder drehen, dann kann man auch dieses Bild anders zeichnen, anders angeben und dann kann man sagen, wir sind generell abwärts gerichtet, wie zum Beispiel bei inflationären Tendenzen spricht man ja auch vom Trend nach oben und nach unten. Nichts anderes passiert in der Charttechnik. Klingt für jemanden, der noch nie was davon gehört hat, so ein bisschen nach Horoskop und der Aszendent ist im vierten Haus. Steckt da Psychologie hinter?
So ist es. Also die Börse ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild von uns. Man spricht ja immer von der Börse. Die Börse spinnt, die Börse spielt verrückt. Es sind wir, die Marktteilnehmer. Wir sind ja die, die die Börse machen. Wir sind diejenigen, die kaufen, verkaufen. Und wenn der Chart nach oben geht, wenn der Markt überkauft ist, spricht man auch davon. Oder wenn die Börse wieder verrückt spielt, dann sind es Psychologien, dann sind es Ängste, Paniken, sowohl nach oben als nach unten, die man aber mit der Technik ganz gut in den Griff bekommt, weil man sich eben an alten Hochs und alten Tiefs orientieren kann. Kommen wir dann nochmal jetzt zum DAX. Da ist der Aufwärtstrend, scheint ja alles okay zu sein. Also man ist dann jetzt schon darauf angewiesen zu schauen, was fundamental passiert. Ganz genau. Also ich bin auch jemand, genauso wie man das immer machen sollte. Charttechnik, technische Analyse ist ein Mosaiksteinchen des großen Ganzen. In der Fußballmannschaft hat man ja auch nicht nur Verteidiger oder Stürmer. Sie schauen sich auch verschiedene andere Anlageklassen an, Indizes an. Gold ist so ein Beispiel. Was können Sie da aus dem Goldchart lesen? Beim Gold hatten wir auch ein sogenanntes Muster, ein steigendes Dreieck, das an sich nicht ausgebildet hat. Und deswegen kam wieder die Unterstützung bei 1.800 ins Spiel, die jetzt auch gehalten hat. Wir haben eine V-Formation, so nennt sich das. Können Sie das psychologisch erklären, was dahinter steckt? Richtig, das ist psychologisch. Das ist das Schauen auf, das ist auch diese sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Wenn etwas bricht, dann bricht es. Das ist ja immer so das schöne Spiel. Psychologisch war sehr, sehr viel Hoffnung in Gold, war sehr, sehr viel Vertrauen ins Gold. Und es wurde dann durch das Fallen aus dieser charttechnischen Marke wurde dann ja verloren. Man hat dann abverkauft, hat aber jetzt bei 1.800 wieder einen Boden gefunden und orientiert sich jetzt wieder Richtung 1.880. Und das ist eben so auch, die Anschlusskäufe kommen dann, die Leute sind wieder etwas bullischer, nennt man das auch am Markt. Und dann kommen die Käufe, nähern dann die Käufe und dann nähert die Psychologie die Psychologie. Jetzt ist ja Gold auch etwas, was man oft nutzt in unsicheren Zeiten. Ist das im Moment zu beobachten, dass man da verstärkt sich hinwenden könnte? Jein. Also Gold ist immer ein sicherer Hafen vom Wert her. Der Preis, der an der Börse gehandelt wird, das sahen wir ja letztens auch in der Hochphase der Ukraine-Krise, die immer noch besteht, ist das Gold auch gefallen. Also Gold wird auch charttechnisch unter anderem getrieben, lebt viel von Hoffnung, viel von Angst. Und das große ganze Bild, das man früher hatte, wenn die Inflation steigt, wenn die Gefahren steigen, dann geht ins Gold. Das ist leider nicht mehr so gegeben, auch durch die Korrelation mit dem US-Dollar. Gibt ja diese Daumenregel, Dollar fällt, Gold steigt und umgekehrt. Diese Korrelationen der Vergangenheit, die sind nicht mehr so 1:1 umzusetzen. Und im Gold steckt sehr, sehr viel Psychologie. Ich sage sogar auch noch mehr als manchmal im Aktienmarkt. Also die Muster wiederholen sich nicht unbedingt, ja? Nicht unbedingt, aber sehr oft. Sie haben sich auch noch den Bitcoin angeschaut aus charttechnischer Sicht. Was kann man da ableiten? Also beim Bitcoin, da wäre ich im Moment sehr, sehr vorsichtig. Da kommt jetzt wieder so leichte Euphorie auf. Und beim Bitcoin haben wir eben so einen Deckel aus der Vergangenheit bei 25.200. Der wurde zuletzt mehrmals angetestet. Das ist dieses psychologische Moment bis hierhin und nicht weiter. Da spricht der Chart quasi mit uns und sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und das war auch der Moment. Wir hatten ein Golden Cross, also eine charttechnische Konstellation. Zwei gleitende Durchschnitte haben sich geschnitten. Alle waren euphorisch. Ich glaube, das versteht dann wieder der Normalsterbliche nicht. Genau, es sind zwei gleitende Durchschnitte, die sich geschnitten haben. Und das war ein positives Signal. Allerdings mit der Maßgabe, nur bis 25.200 kann es jetzt gehen. Und so kam es dann auch. Also Bitcoin, warum ist so ein gleitender Durchschnitt so wichtig? Der ist ganz wichtig, weil er eben die Durchschnittsentwicklung der vergangenen 200 oder 38 Tage abbildet. Also ein Durchschnitt des letzten Jahres oder der letzten 138 Tage und er gibt so ein Bild für die mittel- oder kurzfristige Tendenz. Also wenn man da quasi ausbricht. Genau, wenn man aus diesem Durchschnitt nach oben ausbricht, ist das ein positives Signal. Und wenn dann auch noch zwei Durchschnitte sich in einer gewissen Konstellation schneiden, ist das ein sehr positives Signal. Allerdings war beim Bitcoin leider eben bei 25.200 der charttechnische Deckel drauf. Jetzt wollen wir noch mal uns die fundamentale Sicht anschauen, die Inflation. Ja. Können Sie da aus so einem Inflationschart auch was ablesen? Ja, das wäre schön, wenn man Charttechnik auf die Inflation anwenden kann. Aber was man gerade sieht, das sind zwei divergente Charts. Also wir sehen die normale Inflation und wir sehen die Kernrate. Gerade in den USA ist die Kernrate zuletzt gestiegen. Und das war natürlich ein extremes Negativsignal für die Zinsseite, für die Märkte, weil die Kernrate beinhaltet ja
alles außer die Energiepreise und die Rohstoffpreise, die ja zuletzt einen Preisschock verursacht hatten. Also man sieht jetzt im Moment, wenn man von der Inflationsrate in den USA spricht, sieht man eine leichte Entlastung. Ich glaube, wir sind bei 4,1% Prognose 2023. Die Kernrate geht aber nach oben und das ist das, was heute auch Jerome Powell vor dem Kongress beschäftigen wird. Bei uns sind wir deutlich höher. Was ist da zu erwarten? Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft aus? Also mit einer Inflationsrate nahe 8%, ist ja nahe 9%. Kann man sich nicht vorstellen, dass das nicht noch deutlicher den Konsum belasten wird und dann sich in die Wirtschaft eingräbt? Ja, Sie sagen gerade, es gräbt sich momentan langsam ein in die Wirtschaft. Wir sehen das in den, wir sehen es auch im Kreditgewerbe, im Kreditgeschäft. Wir sehen momentan, dass Neufinanzierungen, Neuanschlussfinanzierungen abgesagt werden aufgrund der steigenden Zinsen. Die Unternehmen refinanzieren sich schwieriger. Man merkt das wirklich und die Investitionen nehmen nach, aber auch die Verbraucher, die Konsumenten. Das Verbrauchervertrauen war zuletzt wieder relativ stabil, aber durch diese anhaltende Inflation, die jetzt nachgewiesenerweise nicht nur durch einen Preisschock verursacht wurde, sondern durch eine anhaltende Inflation. Die halten jetzt ihr Geld im Trockenen. Dann haben die Unternehmen zwei Probleme. Sie können sich schwerer oder nur teurer refinanzieren. Gleichzeitig bleibt der Konsum aus. Die Verbraucher lassen ihr Geld im Geldbeutel. Und dann haben wir das Rad nach unten. Es wird nichts eingenommen. Ich muss mich refinanzieren, aber kann es eigentlich nicht, weil mir die Zinsen zu teuer sind. Die Kreditnachfrage, sagten Sie, geht zurück, aber es ist ja auch beabsichtigt, von den Notenbanken mit höheren Zinsen so ein bisschen zu bremsen. Das ist richtig, aber wenn ich sehe, dass wir Wirtschaftserwartung haben für Europa von gerade mal 0,4%, wäre es vielleicht gut, wenn sich die Unternehmen auch in naher Zukunft noch annehmbar refinanzieren können, denn die Wirtschaft in Europa stockt. Danke, Martin Utschneider von Donner und Reuschel. Danke, dass Sie hier waren. Danke für diese Einschätzung. Dankeschön. Ja, jetzt aber kommen wir zur Formel 1 in Bahrain. Sieger war da Max Verstappen, der Weltmeister der letzten beiden Jahre. Ferrari hatte da keine Chance, Mercedes war noch deutlicher unterlegen. Verstappen siegte in einem Rennauto mit Namen RB19, die 19. Kreation eines Formel-1-Boliden aus dem Hause Red Bull. Bei all diesen großen Namen, Ferrari, Mercedes, Red Bull, da wird schnell deutlich, es geht da um verdammt viel Geld, das die Unternehmen eben auch in diesen Sport stecken, das sie aber am liebsten auch wieder reinholen wollen. Am einfachsten über eine ganze Menge Sponsoren, die mit ihren Namen auf den Autos mit um die Welt reisen. Die Formel 1, also ein Milliardengeschäft. Und darüber möchte ich mit jemandem sprechen, der da mitgereist ist, 19 Jahre lang die Formel 1 rund um den Globus begleitet hat. Mein Kollege Volker Hirt, der auch jetzt wieder dabei war. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wie war's denn? Ich war gar nicht dabei. Wir haben nicht mehr die Rechte. Also, dass ich da um die Welt gereist bin, das ist ein bisschen her. Aber ich verfolge die Formel 1 immer noch. Muss ich auch verfolgen, weil wir immer noch so eine nachrichtliche Berichterstattung haben. Aber jetzt in Bahrain war ich nicht dabei. Aber ich werde mir so ein, zwei Rennen aussuchen, wo ich dann auch vor Ort sein darf. Man darf sich noch akkreditieren. Aber wir haben auch keine Rechte mehr, weil, das ist mir auch beim Thema, kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und wir sind halt auch die ARD, ob Radio oder TV. Und insofern ist es einfach nicht so, dass das Geld so locker sitzt. Kannst du mal ein bisschen dieses Milliardengeschäft da beschreiben, beziffern? Ja, da gibt es eine konkrete Zahl, weil da gibt es auch so ein paar andere Zahlen, die einfach so ein bisschen vage sind, die man auch nicht genau beziffern kann. Aber eine Zahl ist definitiv und verbrieft. Das ist der Umsatz der Formel 1 im Jahre 2022. Also das, was der Veranstalter Liberty, beziehungsweise der Veranstalter ist der internationale Motorsportverband, aber der Vermarkter, da umgesetzt hat, das waren 2,57 Milliarden Dollar. Das ist der reine Umsatz. Er ist aber noch nicht irgendwie dabei, was an Reisekosten entstanden ist, also was da geflogen wird rund um die Welt, was gegessen wird irgendwo, Hotelübernachtungen von vielen, vielen Millionen Zuschauern rund um den Globus ist nicht dabei. Aber diese 2,57 Milliarden, die sind verbrieft bei Kosten von 600 Millionen. Das heißt also, das lohnt sich allemal. Aber da gibt es auch einen Schlüssel, dass natürlich die teilnehmenden Teams auch an diesem Riesen, Batzen, Kuchen, bisschen was abbekommen, bisschen ist gut. An die 10 Teams wurden 1,15 Milliarden Dollar verteilt. Das sind 10 Teams, also im Schnitt ein bisschen mehr als 100 Millionen pro Team.
die, die besonders gut sind, das ist Mercedes oder Red Bull, die bekommen ein bisschen mehr, als die da hinten hinterherfahren. Also da wird auch Leistung belohnt. Aber das ist erstmal das, was umgesetzt wird. Aber wie gesagt, da ist noch nicht dabei Hotels, Flüge und so weiter. Ich denke, da sind wir beim Doppelten. Hin und her werden wohl bewegt bei der Formel 1 5 Milliarden Dollar im Jahr. Und wie werden die generiert, diese Einnahmen? Also es gibt da drei Säulen. Da haben wir einmal die Antrittsgelder der Länder. Also das ist so, wenn du irgendwann mal deinen runden Geburtstag feiern möchtest und sagst dir, ich will die Rolling Stones, die sollen, denn du bist ja sehr groß. Ich habe ein paar Millionen genau. übrig. Genau. Und dann holst du dir die halt und dafür musst du bezahlen. Und so ist es auch. Das ist ein Zirkus. Beziehungsweise wenn ein Zirkus in eine Stadt kommt, dann muss er schon auch irgendwie den Platz bezahlen. Aber hier ist es anders. Da holt sich ein Land diesen Zirkus rein und sagt sich, da haben wir was von. Da haben wir eine ganze Menge Beachtung auf der Welt. Da sind wir vielleicht auch mehr auf der Landkarte. Wir haben das ja verfolgt. Katar holt sich ja eine Großveranstaltung nach der anderen. Zuletzt die Fußball-Weltmeisterschaft, Leichtathletik-Weltmeisterschaft, Schwimmen und was es da schon alles gegeben hat. Katar natürlich auch in diesem Jahr in der Formel 1 vertreten. Also da braucht man, da zahlt man Antrittsgelder. Da spricht man so pro Rennen von etwa im Schnitt 50 bis 70 Millionen Dollar, wo die Länder dann eben sagen, das ist es mir wert, zahle ich euch. Dann die TV. Noch zwei Säulen? Ja, noch eine Säule, TV-Rechte. Da kommen natürlich noch mal mehrere hundert Millionen zusammen. 81 Länder auf der Welt, 81 haben sich Exklusivrechte gesichert. Da ist zum Beispiel auch die ARD nicht dabei oder ZDF. Die haben Zweitverwertungsrechte, aber Exklusivrechte, 81 Länder. Und natürlich die dritte Säule, das sind die Sponsoren, die natürlich dort auch mit vielen, vielen hundert Millionen unterwegs sind. Ja. Wer beteiligt sich denn da? Was sind da die Sponsoren? Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt, sind das nicht unbedingt Vertreter, die für saubere Energie stehen oder so etwas, ja? Sondern das sind dann halt viele Unternehmen aus der Ölindustrie. Dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Ferrari. Die haben Shell als Partner seit vielen, vielen Jahren. Castrol ist auch ein Urgestein in der Motorsport-Sponsoring. Die Tabakindustrie, Philip Morris, also wir haben vielleicht den Ferrari vor Augen, der ist rot-weiß. Philip Morris, das weiß man, Marlboro, man darf Marlboro nicht mehr schreiben, aber wenn du dieses rot-weiße Auto siehst, weißt du sofort, welche Marke von Philip Morris damit gemeint ist. Dann auch viele Telekommunikationsunternehmen, überhaupt sehr viel technikbasiertes, also Vodafone zum Beispiel ist dabei, Microsoft, Pirelli, Reifenhersteller, natürlich auch die Unternehmen selber. Also Mercedes gibt selber für sein Team etwa 200 Millionen Dollar pro Jahr aus. Oder es gibt einen Rennstall, der heißt Alpine. Alpine ist eine Marke von Renault. Auch das wird massiv natürlich von Renault unterstützt. Und ja, das sind nur einige. Also es ist eine riesige, lange Liste von Sponsoren, die da vertreten sind. Also da fließen Millionen, Milliarden, muss man sich natürlich fragen, ob das je wieder dann reinkommt, ob sich das lohnt. Ja, das ist eine gute Frage, aber das rechnen die alle gegen. Die sagen, wir haben im Jahr mehrere Milliarden Kontakte. Das heißt also, ich habe etwa, im letzten Jahr waren es etwa 500 Millionen Menschen, die die Formel 1 verfolgt haben. Jetzt fährt an so einem Wochenende, gibt es ja auch nicht nur die Live-Berichterstattung, gibt noch mal die Nachberichterstattung. Dann verdoppelt und verdreifacht sich das. Und wenn dann immer so ein Mercedes-Stern da durchfährt, da sagen die, ist uns das 200 Millionen wert? Da sagen die ja, denn das sind mehrere Milliarden Kontakte, die wir haben. Und eine Werbeagentur würde sagen, das ist noch mehr wert. Und deswegen engagieren die sich auch, deswegen wird auch Porsche irgendwann mal in die Formel 1 reingehen. Volkswagen überlegt ja, beziehungsweise Porsche gehört ja quasi zu Volkswagen, aber auch noch mit anderen Marken. Audi wird auch dabei sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sagen die, die da engagiert sind. Deutschland hat ja in diesem ganzen Zirkus mal eine große Rolle gespielt. Warum ist das heute nicht mehr so? Ja, es hat natürlich damit angefangen, dass wir einfach nicht mehr das Geld aufbringen konnten. Wir, das heißt die Hockenheimring GmbH und der Nürburgring. Die Gelder sind nicht da, weil über die Eintrittsgelder ist das nicht zu refinanzieren. Sponsoren gab es da auch nicht, die da eingesprungen sind. Also musste das Land Rheinland-Pfalz, das Land Baden-Württemberg dafür bürgen. Und da haben die Länder gesagt, das machen wir nicht mehr. Und auch die Rennstrecken haben das nicht mehr gemacht, weil die haben andere Umsätze. Und mit diesen Umsätzen, mit denen sie ein bisschen Gewinn generieren,
diese Gewinne sind mit einem Mal, mit einer Veranstaltung Formel 1 perdu. Und dann hat auch Bernie Ecclestone, nachdem die Länder ihn immer weiter, das war damals der Mann, mit dem man verhandeln musste, der Formel 1-Chef, hat er auch irgendwann mal gesagt, also mit euch rede ich nicht mehr. Ich rede lieber mit Despoten. Ich gehe lieber nach, ja, ist so. Ich rede lieber mit Putin und mache ein Rennen in Sochi. Ich gehe nach Bahrain, ich gehe nach Katar, ich gehe nach Saudi-Arabien. Das nächste Rennen ist in Saudi-Arabien, Formel 1 Premiere, natürlich in Katar. Und mit denen kann man leichter verhandeln als mit irgendwelchen Ministerpräsidenten in Deutschland. Ganz, ganz kurze Einschätzung. Wie siehst du die Formel 1 jetzt in Zukunft dann in Deutschland? Ich glaube, das Thema ist erstmal durch. Es sei denn, es kommt ein neuer Michael Schumacher, aber ähnlich wie beim Tennis, es gab nur einen Boris Becker, der einen großen Boom ausgelöst hat. Und danach ist das Interesse groß, aber diesen Boom wird es nie mehr geben. Danke für diese Einschätzung. Danke, Volker, dass du hier warst. Ja, wir behalten natürlich das Formel-1-Geschäft im Blick, aber auch die Reisebranche. Heute Mittag im Mittagsmagazin zum Beispiel anlässlich des Startes der Tourismusmesse ITB. Nach 3 Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie findet die weltweit größte Tourismusmesse erstmals wieder vor Ort in Berlin statt. Von Dienstag bis Donnerstag angemeldet sind da über 5000 Aussteller aus 160 Ländern. Ja, wir werden da aus Wirtschaftssicht eben drauf schauen auf die Reisebranche, die erstaunlicherweise trotz Inflation optimistisch ist. Und ich sage damit Tschüss, machen Sie es gut.